Hola, buenas tardes, meine Süßen. So, folgendes. Ihr erwartet wahrscheinlich an dieser Stelle jetzt Videotag 14. Ja, ich werde mein Bestes geben. Also Tag 14 könnte sowieso schon mal ganz knicken. Das gibt's nicht, das wird nie passieren, weil da habe ich nur Fotos von. Wie ihr ja mitgekriegt habt, habe ich mir in Trier Castella eine neue SD-Karte gekauft für teuer Geld. Und ja, wie man so möchte, habe ich die dann auf dem Weg nach Ribadiso leider wieder verloren, beziehungsweise in Ribadiso habe ich die leider wieder verloren. Da war Videomaterial von einem Tag drauf. Ich habe jetzt Fotos zusammengesammelt, auch durch meine, ich hätte beinahe gesagt Mitläufer. Mitläufer ist gut. Mitstreiter. Allerdings, gibt es dann ja auch noch die weiteren Videos, ich glaube 15, 16, 17, 18, sowas in der Richtung. Die sind auf dieser SD, das ist jetzt ein Adapter. Die SD-Karte ist da drin, hier oben. Das wird man fast nicht glauben. Ich habe hier, zeige ich mal, also ihr habt ja gemerkt, ich bin extrem tollpatschig. Ich habe hier in meiner, hier ist noch Hannover nach, hier ist noch Lyon nach Hannover, meine Karte aus dem Bus. Ich habe hier so ein hübsches Fach in meinem Portemonnaie. Irgendwo hier, da, das ist so ein Fach. Ich weiß nicht, ob man sehen kann. Da. Da habe ich meine SD-Karte reingepackt, wo das Material drauf ist. Bis Ankunft Santiago, noch einen Tag später nach Finisterre am Strand und. Mit plötzlicher Wendung. Ja, allerdings habe ich vergessen, dass ich diese SD-Karte in mein Portemonnaie getan habe. Und da habe ich mich drauf gesetzt. So, jetzt ist da ein kleiner, fast zu übersehender, aber doch merklicher Riss drin. Also die SD-Karte ist nicht geknickt um 90 Grad, sondern da ist halt ein Riss drin. So, ja, jetzt bleibt mir einfach die Möglichkeit, entweder die Bilder hier oben abzuspeichern und den Rest einfach niederzulegen, die Geschichte weiterzuerzählen, wie es dann noch passiert ist, vom Pulpo-Essen, das ist dieser Kraken, bis hin nach Santiago Ankunft, obwohl man natürlich diese Gefühle jetzt hier zu Hause niemals wiedergeben kann. Das funktioniert einfach nicht. Da gibt es auch ein Video, wo ich angekommen bin und wo ich mich da fast vor Glück bepisst habe oder was weiß ich, wie man es nennen möchte. Ja, das habe ich nun mal jetzt leider nicht hier. Noch nicht. Die zweite Möglichkeit habe ich natürlich. Es gibt ja diverse Datenrettungsdienste quasi. Viele davon wollen Geld schon für die Analyse der Karte haben, ob die Daten überhaupt zu retten sind. So, ich will jetzt natürlich nicht unbedingt Geld ausgeben. Jetzt habe ich eine Datenrettungsfirma gefunden, mit der habe ich auch schon telefoniert. Die wollen für die Analyse der Karte kein Geld haben. Ja, dann wird es wahrscheinlich hinten raus trotzdem sehr teuer, wenn man da die Daten wieder haben möchte. Ich weiß nur nicht, ich habe mich viel reingelesen und habe halt gemerkt, bei einer Micro-SD, wenn da erstmal ein Riss oder ein Knick drin ist, kann man die Daten vielleicht gar nicht retten. So, dann habe ich mir jetzt überlegt, ich schicke die Karte ein, lasse sie überprüfen, ich zahle dann nur die Portokosten, plus hier Nachzahl-Dings hier, wenn die mir das wieder zuschicken, dass ich den Betrag bezahle, damit die auch nichts bezahlen müssen. Ja, und schicke ich ein, lasse ich überprüfen, ob die Daten überhaupt noch zu retten sind. Also ich habe es jetzt probiert, mein Handy, das Handy kann es nicht auslesen. Mein Laptop, der jetzt hier steht, der kann es auch nicht auslesen. Mit diesem Adapter auch nicht. Und ja, ich will mal gucken, ob es überhaupt diese Daten noch zu retten sind. Und wenn die mir sagen, ja, kannst du retten, kostet so und so viel, dann überlege ich, ob es mir das überhaupt wert ist, nur um halt dieses Videotagebuch zu Ende zu führen. Es ist schade um die Bilder, aber ich habe sie ja hier im Kopf und die wichtigsten Lektionen habe ich schon gelernt. Die wichtigsten Lektionen sind in den Videos drin. Ich werde noch ein Abschlussvideo auf jeden Fall machen. Das ist jetzt nicht das hier,
Ich werde noch ein Abschlussvideo machen. Ich habe sowieso ein paar, Gewissensbisse. Manche Sachen, die ich dann noch erzählt habe, ihr werdet sehen, falls ich die Daten rette, deswegen erzähle ich jetzt nicht so viel, aber manche Sachen, da weiß ich noch nicht, wie ich die zusammenschneide, was ich davon nehmen kann und was nicht, weil das hat nämlich eine plötzliche Wendung im letzten Akt quasi gegeben, weshalb ich nicht weiß, ob ich das überhaupt ausstrahlen oder beziehungsweise zusammenschneiden möchte. Das sind halt auch sehr persönliche Dinge. Aber man wird sehen. Ja, jetzt werde ich diese SD-Karte quasi, werde ich jetzt einschicken. Im Übrigen, ich habe mich extrem, da sieht man jetzt hier vielleicht nicht, ich habe mich extrem noch verbrannt. Das ist auch noch eine lustige Geschichte vom Strand in Finisterre. Da bin ich 2 Stunden in der Sonne eingepennt, aber das habe ich hier so Brandblasen überall, aber das heilt auch wieder. Es gibt viel Schlimmeres im Leben. Ja, ich schaue jetzt mal, also noch zum 20. Mal, ich werde die Karte einschicken, könnte jetzt eine Woche vielleicht dauern, dass ich dann eventuell, wenn mir das Geld wert ist, wenn es nicht allzu teuer ist, meine Daten dann auch wieder habe und meine restlichen Videos zusammenschneide. Habe ich das nicht, dann werde ich auch ein paar Fotos hochladen von der Ankunft, beziehungsweise die restlichen Fotos, die ich bis dahin dann halt noch gesammelt habe. Ich werde am Ende sowieso nochmal so eine Fotostory quasi draus machen, weil ich habe ja auf den Videos einiges, aber ich habe ja noch ein paar Sachen fotografiert, die auf den Videos gar nicht zu sehen sind. Und werde dann auf jeden Fall noch ein Abschlussvideo machen. Ob ich jetzt diese Daten wiederkriege oder nicht, mache ich auf jeden Fall ein Abschlussvideo. Wo ich dann nochmal alles zusammenfasse, ein Fazit, ich zeige auch noch den Rucksack, den habe ich jetzt hier abgestellt, schon seit mehreren Tagen, den habe ich jetzt, außer dass ich meine Wäsche gewaschen habe, noch gar nicht angerührt. Da werde ich nochmal ein abschließendes Fazit zu meinem Equipment machen, was ich wirklich davon gebraucht habe und was nicht. Vieles habe ich vielleicht in den Videos gesagt, manches auch nicht. Das werde ich auf jeden Fall auch noch machen. Jetzt werde ich erstmal sehen, nur dass die Leute, die tatsächlich diesen Kanal abonniert haben und meine Videos verfolgen, jetzt nicht dann jeden Tag gucken, es wird was Neues geben. Ich weiß nur noch nicht wann und was. Aber es wird irgendwas Neues geben. Genauso wie meine Überlegung, ob ich jetzt wöchentlich vielleicht oder monatlich oder keine Ahnung was tatsächlich auch diesen Blog weiterführe. Ob ich tatsächlich unterwegs in meinem alltäglichen Leben auch irgendwie mal filme. Könnte ja auch interessant sein, weil mein Leben ist schon extrem interessant, muss man echt sagen. Das ist schon echt geil. Vor allem die Wochenenden. Ja, muss ich mir überlegen, ob ich das vielleicht sogar fortführe. Ich halte euch auf dem Laufenden. Das hier funktioniert jetzt nicht. Tut mir echt leid. Tag 14 gibt es ohnehin nicht. Tag 15 muss ich dann mal schauen, ob ich da irgendwas retten kann. Beziehungsweise ich sowieso nicht, ich habe keine Ahnung. Aber es gibt Leute, die können vielleicht sowas, hoffe ich mal. Und dann komme ich wieder durch, wenn es was Neues gibt. Ansonsten, mir geht's super, mir geht's richtig klasse seit meiner Ankunft wieder hier in meinem Zuhause. Mein Kater ist auch wieder, wir haben uns auch wieder ganz tolle lieb, meine Schildkröten wachsen und gedeihen, die sind viel zu groß. Das sage ich aber alles auch nochmal im Abschlussvideo, was sich jetzt wirklich für mich persönlich im Leben geändert hat. Und das ist einiges, muss man schon ganz ehrlich sagen. Ich nehme das Leben viel besser wahr als vorher. Aber das Warum und Weshalb und Wieso das so ist, sage ich dann nochmal, wenn es soweit ist. Bis dahin, seid mir nicht böse, ich kann jetzt nichts machen. Ich bin halt ein bisschen tollpatschig, ich bin halt manchmal ein bisschen blöd im Kopf. Gibt es kein Video. Geduldet euch ein bisschen. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut. Bis dahin, macht's gut, macht's besser als ich.